Ciao zusammen, ich bin Jörg und willkommen zurück zur HCD Carriera. In der letzten Folge haben wir ja zwei absolut richtig geile Matches bestritten. Wenn du die Folge noch nicht gesehen hast, ich verlinke sie dir unten in der Videobeschreibung. Zieh dir die unbedingt rein. Am besten natürlich gerade jetzt. Also switch über, zieh dir die Folge rein und komm dann wieder daher. Und somit willkommen zurück zu den Playoffs hier im HC Davos. Wir stehen ja aktuell mit 3:1 richtig gut da in der ersten Playoff-Runde gegen den HC Lausanne. Das heisst, wenn wir weiter einen Sieg, stehen wir dann in den Halbfinals. Wer uns dann in den Halbfinals erwartet, das ist noch nicht klar. Eine Sache ist ja doch bereits klar, und zwar die Partie Zug gegen Servette Genf. Da hat sich Servette mit 4:0 durchgesetzt. In der anderen Partie haben wir Bern gegen ZSC 2:2, Lugano gegen Freiburg 1:3. Es sieht also sehr stark danach aus, dass wir gegen Freiburg in den Halbfinals antreten müssen. Aber lass noch alles auf, das sind Playoffs. Das heisst natürlich was? Genau. Auch für uns ist noch nicht alles ganz sicher. Ich hoffe natürlich, dass wir nach der heutigen Folge bereits in den Halbfinals stehen. Bevor wir jedoch mit der Action anfangen, kommt wieder eins. Genau. Unsere Frage von der Folge. Ich selber werde immer wieder gefragt, was ihr vom neuen ACD-Trainer, vom Haris Vitolinc halt. Und genau diese Frage stelle ich jetzt an dir. Also, was haltest du vom Haris Vitolinc, dem neuen ACD-Trainer, deine Meinung jetzt unten in die Kommentare rein. Du musst natürlich das nicht gerade sofort reinschreiben, du kannst es auch ganz am Ende machen, wenn das Video fertig ist, denn wir starten jetzt rein mit der Action auf dem Eisfeld. Ab geht's! Und somit herzlich willkommen zu Spiel Nummer 5. HC Davos gegen den HC Lausanne. Und der HC Lausanne greift gerade einmal gefährlich an, aber wir kommen schön dazwischen. Ja, und jetzt kommt unser erster Angriff. Kommt Pass über, Schuss, nein, Mann! Lausanne steht natürlich mit dem Rücken zur Wand. Die müssen jetzt alles raushauen, was sie haben. Und auch wir probieren das. Für das greifen wir jetzt wieder an. Kommt, zack, Pass über, Pass, Retour, Schuss, nein, er schießt nicht! Wir haben wieder mal die Scheibe. Lassen sie schön laufen. Und mit Glück, nein! Ach du Scheiße, nein, was mache ich wieder da für Fehler? Das gefällt mir gar nicht, wenn ich so scheiß Fehler mache. Nein, bitte nicht. Nein, hör! Danke, Goli! Scheibe ganz schön laufen lassen. Sichere Pässe machen. Gegner zum Schwitzen bringen und Goal machen. In der vorhergehenden Partie hat, glaube ich, immer los ans erste Goal gemacht. Das mal, wenn es aber wir machen. Für das müssen wir das Goal da verhindern. Danke. Und am besten machen wir jetzt eine unsere Kiste. Da, zack, komm rein! Nein! Perfekt, Lausanne hat eine Strafe kassiert. Das heisst, wir probieren jetzt natürlich, die gerade auszunutzen. Mit einem Abpraller, nein, Mann! So, wir gehen ab ins zweite Drittel. Jawohl, wir gewinnen das Bulli. Jetzt gerade schnell machen. Ah, da decken sie ab. Pass. Nein. Oh, was war das jetzt gewesen? Hey, perfekt, komm. Und jetzt ohne Helmführung, nein! Es wäre ein perfekter Start gewesen ins letzte Drittel, wenn wir die Kiste gemacht hätten. Aber nein, wir machen sie nicht. Dann machen wir sie halt jetzt. Auch nicht, nein! Solange wir aber das Null haben, ist mir das scheißegal. Nein, jetzt dürfen wir in Unterzahl spielen. Scheiße! Hoffentlich nutzen die nicht ihre Chance. Oh, Goli, heb die Scheibe, danke! Chance ist schon sehr gut, dass Lausanne das erste Goal macht in dieser Partie. Wir probieren natürlich dagegen zu halten und solange wir auch nicht angegriffen werden, hätte ich absolut nichts dagegen, wenn wir eine Kiste machen. Perfekt, Lausanne hat auch eine Strafe kassiert. Somit 4 gegen 4 auf dem Eisfeld. Wir gewinnen ein wichtiges Bulli. Wir machen keine Kiste. Wir haben noch ganz wenige Sekunden. Überzahl! Komm rein mit dieser Dreckscheibe und Führung! Nein, Mann! Es ist nicht zum Glauben, hey, dass immer noch 0:0 steht. Es ist wieder mal eine Strafe gegen uns angezeigt und eine riesige Parade vom Limpeck. Wir haben die Unterzahl bald hoffentlich überstanden. Oh, okay, 5 gegen 5 wieder auf dem Eisfeld, aber los an weiterhin am Drucken. Es wird Zeit, dass auch wir wieder Druck machen können und das sieht danach aus. Mit dem anderen Ambühl passt er rüber. Zack, da Pass. Und jetzt ein Schuss rein. Nein, Mann! Sauberer Check. Da holen wir uns die Scheibe. Perfekt. Und jetzt dafür in den Slot und... Nein, Mann! Wir hätten uns an sich Führung verdient. Aber es steht halt weiterhin 0:0. Und jetzt gibt es noch einen Schuss. Gibt es noch einen Schuss? Komm, jawohl! Da, meine Güte. Ab ins letzte Drittel steht weiterhin 0:0. Hey, ich kriege einfach kein Goal her, aber zum Glück verhindere ich auch Goal zum Kassieren. Das gefällt mir. Da, jetzt. Komm, Ambühl. Pass, Schuss! Nein, Mann, Drecksgoalie! Oh, oh,
Oh, was für ein glückliches Goal, aber ein absolut verdientes Goal für unseren HC Davos. Tour 1-0 Führung, jawohl, geil! Jetzt müssen wir nur noch die Führung über die Zeit bringen. Das ist das Wichtigste. Komm, Goalie, danke! Jawohl, Strafkick an losen Anzeige. Nutzen wir doch das gerade aus, ey. Nein! Oder doch? Komm schon, nein, Mann! Wir können doch ganze 4 Minuten Überzahl spielen. Und das nutzen wir gerade sofort aus. Mit einem Bulli-Goal zum 2-0. Jawohl! Endlich werden wir für unsere harte Arbeit belohnt. Wir haben immer noch ein Überzahlspiel. Und diese Überzahl nutzen wir auch gerade. Nein, Metallfuck! Rex Losander, ihr müsst hier nicht so auffällig spielen. Ihr verliert, ihr seid draussen. Für euch war es das mit den Playoffs. Jetzt holen wir nämlich unser drittes Goal. So, zack, Schuss, nein, Füss. Oh, komm, dann hat er es auch mit meinem Abpraller. Irgendwie glücklich, nein. Es wäre so schön, wenn wir noch eine weitere Kiste herkriegen. Einfach, damit der Sieg klar ist. So, jetzt Scheibe wieder laufen lassen. Ah, schön ausgeglichen. Pass, nein, voll in die Zange genommen worden. Oh, was für ein Safe! Losen wir jetzt, wenn es natürlich den scheißhohen Anschluss treffen, aber in unserer Goalie hat etwas dagegen. Wir sind in der letzten Spielminute, Losen ohne Goalie, schön dazwischen. Und jetzt gehen wir Führung und machen die Kiste ins leere Goal, oder? Nein, daneben! Wir dürfen Losen nicht Führung holen, aber sie kommen Führung und wir kommen dazwischen, Limpe kippt. Und jetzt sehen wir vorne. Gibt es endlich das Goal? Jawohl, da haben wir es. Das dritte Goal, jedoch in ein leeres Goal. Das heisst aber was? Genau, Siegsicherung. Wir werden mit Sicherheit die Partie jetzt auch gewinnen. Yes, geil. Es laufen die letzten paar Sekunden los und probiert noch das leere Goal. Kriegen es natürlich nicht her. Wir machen die Ehrenrunde und da ist Sirena. Wir gewinnen den Match. Wir gewinnen die Serie gegen Lausanne mit 4-1. Richtig geil. Jawohl, wir stehen im Halbfinale von den Playoffs. Jetzt stellt sich nur noch eine Frage. Auf wer werden wir treffen? Ist es Lugano oder ist es Freiburg? Momentan ist mir das scheißegal. Wir nehmen jeden Gegner. Mit Lausanne haben wir einen vermutlich schwachen Gegner. Wirklich harte Matches gehabt. Wir haben jedoch schlussendlich doch klar in der Serie mit 4-1 gewonnen. Das Resultat widerspiegelt überhaupt nicht, wie hart die einzelnen Matches jeweils gewesen sind. Wir sind zurück in der Zentrale vom HC Davos, hier von NHL 19. Lange habe ich mir überlegt, soll ich jetzt alles durchsimulieren und dann werden wir direkt den ersten Match der Halbfinals machen oder eben nicht. Und in der nächsten Folge starten wir dann richtig mit der Halbfinals durch. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Da ist einfach besser finden, auch geiler finden, wenn jede Playoff-Serie für sich steht und nicht irgendwas, was sich in einem Video überkreuzen tut. Für all die, die sich denken, na schade, aber gleich noch da sind, dann möchte ich jetzt noch etwas geben. Und zwar, wir simulieren gleich alles durch und schauen, wer unser Halbfinalgegner wird sein. Also starten wir mit der Simulation. Nochmal durch, einfach durch simulieren. Und man sieht es, es ist schon entschieden, aber wir simulieren gleich durch. Alles ist durch, fertig simuliert. Und unser Gegner ist Freiburg. Das heisst, in der nächsten Episode werden wir die Halbfinals gegen Freiburg bestreiten. Und wir schauen doch gerade die anderen Paarungen auch noch an. Einfach damit wir das Ganze gesehen haben. Nein, das ist schon gar nicht da drin. Ah, oh, ich verdrücke mich natürlich wieder. Ist ja klar. Da wollen wir her. Und die andere Paarung ist Bern gegen Servette Genf. Das heisst, wenn wir sollten das Halbfinale bestreiten, dann wird unser Finalgegner entweder Bern oder Genf sein. Das ist doch jetzt ein richtig cooles Goodie. Wenn du das genauso findest, dann zeig mir doch das mit einem Kommentar und in den Kommentaren, indem du herschreibst Hashtag Goodie, dann weiss ich, dass du jetzt bis daher geschaut hast. Denn wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe dich unterhalten. Wenn das der Fall war, vergiss nicht, das Video entsprechend noch positiv zu bewerten. Und damit du keine weiteren Videos verpasst, ist natürlich meinen Kanal noch zu abonnieren. Und wie du weißt, wenn dir das gefallen hat, gibt es sicher auch noch andere Leute, denen das gefallen könnte, aber noch nichts davon wissen. Also, teile das Video auf allen möglichen Social Media Kanälen wie WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook, was auch immer. Danke dir auf jeden Fall für deinen Support. Jetzt bin ich trotzdem draußen und wünsche dir somit einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!